So, hallo und herzlich willkommen zu der nächsten Folge von Einfache Wissen. Heute geht es um Kreatin allgemein und im Speziellen um das Produkt von Olymp Kreatin 1250. Seid gespannt, die Megacaps. Bleibt dran. Jetzt erstmal vielleicht nochmal am Anfang. Das hier ist jetzt keine Empfehlung für jeden, sondern einfach hört es euch an und wenn ihr euch angesprochen fühlt, dann könnt ihr euch das Produkt natürlich kaufen oder einfach ein ganz anderes. Ich verlinke es euch einfach mal in der Infobox. Da könnt ihr euch überlegen, aber wie gesagt, ich gebe hier keine Tipps für jeden, weil das muss jeder für sich selbst wissen. Ich kann nur sagen, wenn man vielleicht die und die Ergebnisse erzielen will, dann kann das einem halt was helfen. Wie gesagt, insgesamt handelt es sich hier um ein Produkt mit Kreatinmonohydrat. Vielleicht nochmal allgemein, wofür ist Kreatin, für welche Ziele sollte ich es einsetzen? Kreatin kann halt dazu führen, dass du eine gewisse Leistungssteigerung hast, das heißt mehr Gewicht stemmen kannst, ungefähr 10%, so, das kann ich bestätigen bei dem Produkt. Es wirkt aber auch nicht bei jedem, das muss jeder dann auch testen. Bei mir wirkt es auf jeden Fall, bringt halt eine gewisse Leistungssteigerung und dadurch natürlich einen viel höheren Trainingsreiz. Sprich, ich kann mit höheren Gewichten trainieren und höhere Gewichte heißt natürlich auch, dass meine Muskeln natürlich auch einen schnelleren Wachstum haben werden. Das ist der erste Bereich. Der zweite, noch angenehmere Bereich ist irgendwie, nicht noch angenehmere, sondern der zweite ebenfalls angenehme Bereich ist einfach, dass Kreatin dazu führt, dass man Wassereinlagerungen in den Muskeln bekommt, das heißt, die Muskeln sehen etwas größer aus, man wird aber auch allgemein, geht man ein bisschen aus, das heißt, man wird vielleicht ein bisschen dicker, aber die Arme werden auch allgemein ein bisschen größer. Das ist natürlich auch nochmal ein gewisser Vorteil. Allgemein vielleicht nochmal zu Kreatin. Kreatin ist kein künstliches Produkt, sondern ist auch ein Produkt, was zum Beispiel im Fleisch drin vorkommt, vor allem im roten Fleisch findet man immer sehr viel Kreatin, das heißt, es ist keine Chemiekeule oder sonst irgendwas, sondern es ist wirklich, wenn man sehr viel Fleisch essen würde, würde man auch sehr viel Kreatin zu sich nehmen und so hat man es halt einfach sehr fokussiert und sehr konzentriert einfach in so einer Tablette drin. Wie gesagt, zur Einnahme, es gibt einfach Leute, die es als Kur nehmen und dann in einer höheren Dosierung. Da halte ich jetzt ehrlich gesagt nichts von, aber es muss auch wieder jeder für sich selbst wissen. Ich bin eher für eine längerfristige Einnahme. Ich nehme es meistens immer ein halbes Jahr und dann ein halbes Jahr nicht. So ist es bei mir. Nehme davon dann aber auch dann auch nur diese 5 Gramm oder halt 3 Tabletten im Prinzip. Das wäre so das, was ich empfehlen würde, das zu nehmen. Wie gesagt, und ich nehme es halt meistens im Winter, weil man dann halt vielleicht ein bisschen dicker wird. Im Sommer möchte man vielleicht eher die Beachfigur haben. Und im Winter kannst du dann richtig beim Training auch einfach reinhauen, macht auch viel mehr Spaß, wenn es draußen ein bisschen kälter ist. Wie gesagt, ich mache es jetzt vielleicht gleich einfach mal auf und zeige euch mal, wie die Kapseln aussehen. So, holen wir die ganzen Geschichten mal raus. So sieht das Ganze aus, so ein Blister, wie gesagt, nimm dann jeden Tag 3. Entweder halt an den Tagen, wo ich trainieren gehe, vor dem Training. Ansonsten morgens nach dem Aufstehen einfach direkt reinpfeifen. Nach dem Frühstück dann vielleicht. Wie gesagt, auch da gibt es sehr viele Mythen, so, oh, wann soll ich das einnehmen? Nicht nach dem Essen und blabliblub. Macht es euch nicht zu kompliziert. Nehmt sie einfach ein und dann ist es gut. So. Es gibt viele Leute, die Kreatin nicht vertragen. Ich gehöre auf eine gewisse Art auch mit dazu, weil ich hatte sehr viele Kreatinprodukte wirklich ausprobiert. Vor allem in Pulverform, weil es natürlich viel günstiger ist in Pulverform. Mein Magen hat es nicht vertragen. Es ging mir mega schlecht. Durchfall und so weiter und so fort. Wollen wir alle gar nicht wissen. Das hier war bis jetzt das einzige Produkt, was mir da wirklich geholfen hat, diese unschönen Erscheinungen komplett auszublenden. Also für mich, mein Körper kommt damit super gut zurecht. Ich weiß nicht, es wird wahrscheinlich noch andere geben. Vielleicht gibt es auch Leute, die hiermit nicht zurechtkommen. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Für mich war es aber einfach perfekt und in Kapselform einfach super geil zu dosieren. Ist super simpel. Wie gesagt, nochmal zum Schluss. Ich verlinke es euch in der Infobox, falls ihr es kaufen wollt. Gibt es bei Amazon. Vom Preis her ist es auch mit einer der günstigeren. Klar, ich rede jetzt von Tablettenform. Natürlich, wenn ihr das als Pulverform, vielleicht probiert das einfach mal als Pulver aus. Wenn ihr merkt, dass es einfach gut klappt mit dem Pulver, dann nehmt das Pulver, weil das ist viel günstiger. Wenn ihr aber so wie ich einfach damit vielleicht ein bisschen Probleme habt mit dem Magen oder so, dann nehmt diese hier. Ich glaube, damit werden die meisten zufrieden sein. Ansonsten danke fürs Einschalten. Wir sehen uns bei der nächsten Folge und tschüss.